Herzlich willkommen heute mit meiner 3DS-Sammlung Revisited. Ich habe 2018 schon mal ein Video zu meiner Sammlung gemacht. Ja, und sagen wir mal so, es ist mit der Zeit schon ein, zwei Spiele hinzugekommen, die wir uns heute mal anschauen werden. Wir fangen an von oben bis unten. Ich habe hier einen Stapel stehen, den man hier schon sieht. Hier meine Hand, da ist ja ungefähr Ende von eurem Bild. Das ist so das erste Viertel vom Turm, ungefähr. Das ist auf jeden Fall ein großer Turm. Wir gucken uns einfach heute alle an. Ausgenommen wirklich Virtual Console Spiele, also digitale Spiele, irgendwie sowas alle, ne? Also wirklich Spiele, die ich hier auch stehen habe, in der Box. Wenn die Big Box haben oder so, die Big Box zeige ich auch nicht. Und die drei Pokémon-Spiele, die es für die Virtual Console gibt, die ja in so einer Packung kamen, zeige ich auch nicht. Ansonsten hält uns nichts mehr hier auf. Und wir fangen an mit Androdunos 2. Eines der letzten Spiele für den 3DS. Letztes Jahr erschienen. Ich glaube, es ist dieses Jahr noch eins erschienen. Physisch weiß ich gar nicht. Das könnte sogar physisch das letzte gewesen sein. Vom Pixel Heart. 6000 Stück gibt es davon. Wir haben die 5075 von 6000. Leider hier in dieser etwas schmaleren Packung, so rum, in dieser etwas schmaleren Packung, die warten alle 3DS-Spiele später, diese schmalere Packung einfach, um Geld zu sparen, denke ich mal. In Amerika hatten die nur diese schmalere, wir hatten eine etwas dickere. Ich nehme mal jetzt schon das nächste Spiel vorab, das Angry Birds. Und wie man sieht, na, seht ihr nicht, ich muss das so hinstellen, die sind ein bisschen dicker. Androdunos 2, es ist ein, einfach normales Shooter-Game, so ein Arcade-mäßiges Shooter-Game. Ich glaube, das gab es damals, das ist also irgendwie ein Remake oder so. So, ich weiß es aber nicht. Hier haben wir ein Certificate of Authenticity. Mit nicht unserer Nummer, aber einfach nur, dass es 6000 Stück gibt. Spiel fehlt bei mir immer. Ich habe die in so einer einzelnen Mappe. Ja, das ist ein dicker Papp. Karte. Und wir haben einen Quick Guide. Steht nichts drin. Einfach nur eben schnell, wie man das Spiel spielt, was wichtig ist. Ende. Das ist es, Androdunos 2. Wir machen einen zweiten Stapel. Hier hin. Nee, mache ich nicht. Ich mache das so. Ich weiß es selber nicht. So, als nächstes habe ich ja schon vorweggenommen. Angry Birds Trilogy. Tatsächlich ein super wichtiges Spiel mittlerweile, weil die originalen Angry Birds Titel, die ja hier drauf sind, weiß gar nicht, welches sind. Steht hier auch nicht drauf. Aber die gibt es ja nicht mehr im App Store und im Play Store und im Huawei Store. Ups. Sondern nur noch, wenn man zum Beispiel diese Trilogy auf dem 3DS hat. Oder auf der Wii gab es die auch. Und ich glaube auf der Xbox und PlayStation auch. Hier sind sie. Menüführung absolut schrecklich. Das kann ich so schon mal sagen. Ich habe es mal angespielt. Allein die Menüführung hat mich dazu gebracht, das Spiel nicht mehr zu spielen. Aber hier der einzige Weg, dass die originalen Angry Birds Titel noch zu spielen. Oh, es ist schwer. Angry Birds Animal Crossing Happy Home Design. Ich habe das Spiel gemocht. Also ich habe das recht viel gespielt. Guck mal, warum das hier so voll ist. Ach, wegen diesem, ja, Müll eigentlich. Hier ist ein bisschen halt das Übliche. Und das ist ein recht dickes Booklet für späte 3DS-Spiele. Oder generell für späte Spiele. Aber es ist eigentlich eine Seite in 8000 verschiedenen Sprachen. So wie wir es hier in Europa halt haben. Was sind Amiibo-Karten? Genau, die wurden ja eingeführt mit dem Spiel. Ich mochte es. Ich mochte es. Vielleicht spiele ich es mal wieder. Vielleicht im Stream mal. Das wäre mal eine schöne Sache. Oh, Moment. Im Stream wäre das. Für einen Stream wäre das mal schön. Mal sehen. Wir müssen aber recht schnell hier durchkommen. Das ist ein langes Video. Animal Crossing New Leaf. In meinen Augen das beste Animal Crossing. Ist einfach so.
Ich schaffe deine eigene glückliche Stadt. Das ist einfach ein gutes Spiel. Ich habe tatsächlich noch die OG-Fassung. Das ist noch, glaube ich, mein eigenes Spiel davon. 2013. Kommt ungefähr hin, dass ich es mir gekauft habe. Vielleicht 14. Irgendwie so um den Dreh habe ich es mir gekauft auf jeden Fall. Ich glaube 13. Also ich hatte da meinen ersten 3DS noch und den hatte ich 2014 schon nicht mehr, glaube ich. Also 12, 13, wann das halt rauskam. Um den Dreh, so habe ich mir das damals gekauft. Das erkennt man ja auch daran, dass das eine der ersten Versionen ist. Später gab es ja in den Selects noch. Und es gab ja dieses Welcome Amiibo Update. Die wurden dann später nur noch verkauft mit diesem Update schon vorinstalliert und stand das hier bei. Stand dann in der ersten Version nicht. So, Shibirobo Ziplash soll tatsächlich ja nicht so das beste Spiel sein. Kann ich nicht zu sagen. Ich habe es im Stream, glaube ich, mal angespielt. War jetzt nicht begeistert oder komplett geflasht, aber ob das ganz schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es dafür zu wenig gespielt. Ich habe es einfach, weil man dieses Amiibo-Bundle, ich habe das in diesem Amiibo-Bundle teilweise ja für 7 Euro oder so gekriegt hat. Und allein für die Amiibo ist es das ja schon wert. Und dann noch ein Spiel dazu für 7 Euro. Ist ja eigentlich ein Schnäppchen. So, dann haben wir hier Codename Steam. Habe ich noch nicht gespielt. Ist aber, denke ich mal, ein recht bekanntes Indie-Spiel von wem ist das eigentlich? Intelligent Systems. Also es ist doch kein Indie-Spiel. Es ist das ein Nintendo? Das ist anscheinend ein Nintendo-eigenes Spiel, wenn es von Intelligent Systems ist. Codename Steam. Ich dachte mal, es wäre ein Indie-Spiel. Da habe ich schon reingeguckt. Ist nichts drin. Meistens ist auch nichts drin. Brauchen wir gleich reingucken. Das überrascht mich tatsächlich. Schiebepad Pro. Eins der wenigen Spiele, die das Schiebepad Pro unterstützen, habe ich noch nicht gespielt, kann ich nicht so sagen. Wo ich aber was zu sagen kann, ist Meisterdetektiv Pikachu. Das ist vom Game Freak Pokémon 2018, weißt du, da gab es die Switch schon. Das fühlt sich so ewig an, dass dieses Spiel raus ist, aber das ist noch gar nicht so alt. 2018, das ist jetzt 5 Jahre her. Oh, doch, das ist schon ein paar Jahre, aber trotzdem. Ich habe es gespielt, ich habe es durchgespielt. Ich mochte es sehr gerne. Ich hätte gerne einen zweiten Teil und der Film war super. Ich finde, alle sagen jetzt, oh, Videospielfilme oder Sonic-Film war so toll. Dann dieser Uncharted-Film soll auch gut gewesen sein. Und jetzt der Mario-Film, oh, so tolle Filme, alles super. Ich finde, es wird viel zu wenig über den Detective Pikachu-Film gesprochen. Der war wundervoll. Hatte mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun. Das Spiel war aber auch gut. Aber es hat unterstützt keine 3D-Darstellung. Kann man das sehen hier oben links? Leider wahrscheinlich nicht. Doch, da. Naja. Oh, so, nächstes. Dylan's Dead Head Breakers. Ein neueres 3DS-Spiel, weil dieses Nintendo-Zeichen. Das wurde, glaube ich, ab... Frag mich nicht, auch 2018. Das müsste ja so um den Dreh müsste das eingeführt worden sein. 17. Manche Spiele hatten das. Das kam ungefähr der gleichen Zeit raus. Das hat es noch nicht, aber das... hatte schon dieses Zeichen, dass es kompatibel mit 2- und 3DS-Spielen ist. Beziehungsweise das hatten, glaube ich, auch schon. Nee. Zum Beispiel Animal Crossing hat's nicht. Chibi-Robo hat's aber. Nee, hat's nicht. Ein bisschen anders. Keine Ahnung. Ach, mit dem 2DS XL ist das. Ach so, dann gab's das ab dem 2DS XL. Okay, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr unwichtiges Zeichen, weil du kannst es einfach spielen, wenn du alles über ein 3DS hast. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich guck mal eben. Habe ich auch noch nicht gespielt. Das sind halt so die Spiele, die jetzt kurz bevor der 3DS eingestellt wurde mit der Produktion. So, es war ja so um 2018, 19 rum. Da kam ja noch einmal der 2DS XL. Und dann war ja Schluss. Und ja, kurz davor wurden halt diese ganzen Spiele noch rausgebracht und die hat man halt günstig gekriegt auf Amazon und so. Sind halt schöne Spiele. Sind vielleicht auch nicht schlecht, das nicht mal, aber es sind halt schöne Spiele, um seine Sammlung ein bisschen zu füllen, weil die auch recht günstig waren. Müsste ich vielleicht mal nachholen. Was ich auf jeden Fall nachholen muss, weil ich es noch nicht getan habe, ist Donkey Kong Country Returns 3D. Tropentrubel für unterwegs. Ist das Country Returns? Ja, das müsste dann der Vital auf dem 3DS sein. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe es nämlich noch nicht gespielt.
Ich habe aber auch den Wii-Teil und den Wii U-Teil auch noch nicht gespielt, also Tropical Freeze. Habe ich aber auf der Switch und den Wii-Teil habe ich auch auf der Wii und den 3DS-Teil habe ich auch auf dem 3DS, also nachholen. Muss ich definitiv noch. Ui, das ist schwierig, das Spiel. Dr. Kawashimas diabolisches Gehirnjogging. Kann man nie was mit falsch machen mit Dr. Kawashima. Der DS-Teil, ich habe den ein bisschen ein paar Tage gespielt. Ein bisschen ausführlicher. Ja, ist halt ein Klassiker. Der 3DS-Teil, ich weiß gar nicht, gibt es einen normalen 3DS-Teil? Weiß ich nicht. Den hier habe ich aber auch ein bisschen gespielt. Ist schwieriger. Also da muss man doch schon ein bisschen mehr nachdenken, weil es teilweise auch unfair nicht aussieht schon. Ist halt diabolisch, ne? Boah, ich gucke mal rein, aber da ist eigentlich nichts drin, außer diese Gesundheitsinformation. Ist gut. Der Switch-Teil ist auch gut. Das ist auch so ein vergessenes Spiel. Der Switch-Teil, dass es den gibt, der ist aber auch gut. Also, in Amerika kam er ja gar nicht raus. Als ich letztens auf Twitter, bei diesem Twitter-Account gelesen habe, der immer postet, wenn irgendwie Updates oder so kommen und dann eine Wartung angekündigt wurde für Dr. Kawashima auf der Switch, haben alle geschrieben, hä, das Spiel gibt es, das gibt's doch gar nicht. Ja, es kam halt nur in Europa raus bei uns und in Japan. Deswegen, ja, erinnern sich gar nicht manche Leute da nicht dran, dass es das überhaupt gab. Aber das gab's und es war super. Dann haben wir hier leider, oder auch zum vielleicht gut, Dragon Quest 7, Fragmente der Vergangenheit. Dragon Quest, gibt es da überhaupt einen schlechten Teil? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Kann ich nicht sagen. Leider habe ich 7, 8 wäre ein bisschen wertvoller gewesen. Aber noch ist 8 nicht unbezahlbar. Vielleicht hole ich mir 8 noch, bevor es unbezahlbar wird. Es ist aber 7. Ja, es ist halt, wenn man Dragon Quest spielt, weiß man eigentlich, worauf man sich einlässt. Eine normale Story. Also so halt typisch klassisch RPG, ne? Also wenn du ein bisschen was Moderneres haben willst, spielst du Final Fantasy in der Richtung. Das ist zwar noch so recht klassisch, aber doch schon moderner gemacht. Ein bisschen auch, probiert auch mal was aus. Dragon Quest ist eher so klassisch. Also es ist wirklich RPG, du stellst den RPG vor und dann hast du Dragon Quest. Ist halt einfach so. Klassischer geht's nicht. Kann man nichts mit falsch machen, egal wo, ob es auf der PlayStation 2, auf dem NES, auf dem 3DS, auf der PS4, egal wo, ist immer gut, kann man nichts zu sagen. Dann haben wir ein Spiel, das habe ich viel gespielt, Landwirtschaftssimulator 2012 3D. Wahrscheinlich das billigste Spiel meiner ganzen Sammlung, kostet 2 € oder so, im gebrauchten Zustand. Hat mich aber nicht davon abgehalten, dass ich es gemocht habe. Ich habe es hier gespielt, auch wenn man natürlich sagen muss, die PC-Teile sind dem hier um einiges überlegen. Aber wenn man beim Kumpel war, ich hatte den Kumpel, wir haben immer zusammen, ich kürze es mal ab mit LS, immer LS gespielt. Viel. Er durfte nie an Computern, haben uns bei uns getroffen. Und haben dann LS 2009 gespielt. Wobei 2009 war noch keine Jahreszahl dran, das war dann Gold. Das war da gerade frisch rausgekommen und das haben wir immer gespielt, war super, mega klasse eigentlich, haben wir viel gespielt und als ich dann das hier gekriegt habe für meinen 3DS zu mitnehmen, war es natürlich noch viel klasse, quasi, ungefähr, das war gut, auch wenn es eigentlich nicht so gut ist, das Spiel ist halt echt, ja, ist halt glaube ich die Handy-Version von 3DS, also eigentlich macht man damit nichts verkehrt, ist jetzt aber auch wenn man sich dafür nicht interessiert oder generell nicht so bei diesem Hype um LS mitmacht, ist das halt echt nicht so spannend. Ich glaube, nee. Deswegen wird das auch nicht viel spannender. 14. Guck mal, die Zahlen dazwischen kamen für Handheld raus oder fürs Handy. Es gab 11 und dann 13 und 12 auf dem 3DS. Dann gab es 13 und 15 und 14 dann auf dem 3DS. Die habe ich erst kürzlich in meiner Sammlung hinzugefügt, also die hatte ich ganz lange nicht. Und hier ist sogar eine Schnellanleitung. Oh, hier hast du sogar in. Das machen ganz selten 3DS-Spiel, dass sie diese Löcher auch ausfüllen mit irgendwelchen Icons. Das finde ich cool. Gut, dass wir reingeguckt haben. Ne? das machen die ganz selten. Aber ich habe es erst kürzlich hinzugefügt zu meiner Sammlung, weil es mir noch fehlte, weil ich alle LS-Teile haben wollte. Wieso ist da ein Sternchen hinter? Moment.
Achso, der Name des Spiels ist im Spiel selbst in Englisch. Farming Simulator 14. Cool. Und ich wollte alle Teile haben. Und die Handheld-Teile hatte ich nicht, weil 12 habe ich immer gedacht, reicht. Die sind sicher als auch nicht so mega unterschiedlich. Erst auf der Switch. Also ich glaube, die Switch hat mit der Nintendo Switch-Version und jetzt letztens auch diesen 2019 oder so hat es bekommen. Ich weiß es nicht. Das ist Lügen. Ich weiß es wirklich nicht. Den habe ich tatsächlich auch nicht. Aber wir haben damit tatsächlich auch vollwertige Ableger bekommen. Die Konsolenableger, die auch wirklich eigentlich, wo man sagen kann, die sind wie am PC. Die hier sind nicht wie am PC. Die sind halt sehr abgespeckt. Genauso wie 2018. Das ist tatsächlich recht spät rausgekommen, ne? 2017, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ein spätes Spiel. Ist mir nie aufgefallen, aber das ist wirklich spät. 2017, da gab es die Switch schon. Ja. Wie gesagt, sind halt echt immer abgespeckt, wobei das sieht schon gut aus. Also wenn man sich das mal anguckt, ich weiß nicht, wie man gut man das erkennen kann. Das sieht schon für ein 3DS schon ganz nett aus. Wenn man sich mal jetzt hier das hier anguckt. Sieht das schon ein bisschen langweiliger aus. Das sind auf jeden Fall die drei Ableger auf dem 3DS. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Ableger, da könnte ich glaube ich ein eigenes Video mitfüllen. Aber nicht jetzt. Dann haben wir hier Fire Emblem Shadows of Valencia Echoes. Oder Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Meine Sammlungs-App, ich habe so eine App, ich weiß gar nicht, Collectors mit Z.com, die haben so verschiedene Apps für Sammler, so für Spiele, für Filme, für Musik, Bücher. Ich habe die Spiele-App. Und ja, da kann man halt seine Spiele katalogisieren, einfach damit man auch sieht, was man hat. Und das ist ein bisschen übersichtlich für so Leute wie mich, die das gerne haben. Sowas ist das ganz praktisch. Ich finde das ganz cool. Und du siehst halt auch vom Price-Charting den aktuellen Wert von dem Spiel. Und da sagt mir die App, dass das 400 Euro wert ist. Was nicht stimmt, das wäre für die Limited Edition war. Aber nicht für die Standard Edition, die vielleicht, glaube ich, 5 Euro oder so wert ist. Weil das ist auch wieder ein Spiel, was man sehr günstig auf Amazon bekommen hat, um seine Sammlung zu füllen. Genauso wie Fire Emblem Warriors, was ich für 2 Euro neu gekauft habe auf Amazon. Das war so eine Zeit, da habe ich einige 3DS-Spiele zu bekommen. Also wirklich einige, so 10 Stück oder so, die einfach wirklich für ein paar Euro bei Amazon verscherbelt wurden. Einfach wahrscheinlich, um die Regale leer zu kriegen. So auch Fire Emblem Warriors. Eins meiner einzigen New 3DS-Spiele. Und es gibt auch nicht so viele, die nur für die New 3DS sind. Xenoblade Chronicles X. Nicht X. Einfach, glaube ich, nur Chronicles. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist auch eins. Und das hier auch. Haben eine schwarze Verpackung und laufen nur auf New 3DS oder 2DS. Dann hier ein Spiel, wovon ich noch nie was gehört habe. Ich muss aber mal gucken, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Aber es scheint von Nintendo selber zu sein, weil hier nichts anderes beisteht. Fossil Fighters Frontiers. Fossil Fighters ist anscheinend eine Serie von Nintendo, von der ich noch nie was gehört habe. Auch eins der Spiele, die ich nur habe, weil Amazon die so günstig weggegeben hat. Wirklich in der Zeit, das war so vor 2 Jahren. Also in der Zeit habe ich so viele 3DS-Spiele dazu bekommen. Wahnsinn. Scheint gut zu sein. Ich habe, glaube ich, auch nie was. Also wenn ich was davon gehört habe, habe ich nie was Negatives gehört. Deswegen ist das eigentlich nicht schlecht. Ja. Kann ich nicht zu sagen. Ich habe noch ein paar Spiele allein jetzt schon nachzuholen. Irgendwie sind die so leicht gebogen bei mir. Fällt mir jetzt so auf dem Stapel. Ist das normal? Keine Ahnung, bestimmt. Hey Pikmin. Auch eins der neueren Spiele. Soll ja nicht so gut sein. Ich habe leider die Amiibo nicht. Die hätte ich gerne. Aber von wann ist das? 2017? Auch ein spätes Spiel. Also man erkennt die späten Spiele immer an diesem Nintendo-Logo. In Rot. Haben sie wohl ab 2017 gemacht. Ja, kommt ungefähr in 2016, 17. Haben sie so ein bisschen deren Look verändert, wie die Spiele aussehen. Und auch alles an der Firma so ein bisschen, dass das ein bisschen moderner aussieht. So ungefähr mit der Switch zusammen. Wo sie es noch nicht gemacht haben, war mit Hyrule Warriors Legends. Das war nämlich 2014 müsste es sein. Oder 15. Steht hier nicht bei. Sonst steht das da immer, steht jetzt hier nicht bei, aber
Ja, jetzt habe ich viel gespielt. Das war ein gutes Spiel. Also viele meiner früheren 3DS-Spiele, die ich schon ein bisschen länger in der Sammlung habe, habe ich tatsächlich auch viel gespielt. Ich habe viel auf dem 3DS gespielt. Und wenn ich werde jetzt natürlich erstmal jetzt alle Spiele in den Videos durchgehen, da habe ich dann auch DS-Spiele viel gespielt. Da kann ich dann auch teilweise ein bisschen mehr zu sagen. Hier habe ich wirklich viele nur, um die Sammlung zu füllen. Da habe ich viele nicht so wirklich von gespielt, wenn gar nicht oder wenn dann nur so ein bisschen. Das habe ich tatsächlich viel gespielt. Dafür auf der Switch habe ich es nicht so viel gespielt, weil ich es nicht eingesehen habe, weil es war im Prinzip dasselbe Spiel. Aber ich habe es auf dem 3DS viel gespielt. Fand ich ganz lustig, einmaliges Ding und gut ist, dass man da jetzt sich alle Teile von holen muss. Es gibt ja Warrior-Spiele bis oben hin. Weiß ich nicht. Fire Emblem Warriors habe ich deswegen auch nicht gespielt, was wir ja vorhin hatten. Ist im Prinzip immer dasselbe Spielprinzip mit einer anderen Story und anderen Charakteren. Bei Hyrule Warriors Legends, das ist auch ein Zungenbrecher, ne? Hyrule Warrior Legends. wenn du betrunken bist, brauchst du das auch nicht aussprechen. Habe ich es viel gespielt, ich habe es gemocht. Mehr brauche ich aber ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Kirby Triple Deluxe. Eins der vier, glaube ich, vier Kirby-Spiele auf dem 3DS. Ja, Kirby, ne? Deluxe. Kirby ist zurück mit dreifachem Spaß Deluxe. Ja. Wundert mich, achso, das ist dann ja Selects, das kam dann später in Selects wegen dem roten Ding. 2014 hatten sie das noch nicht. Ist aber re-released. Kirby ist Kirby, will auch mal Kirby bleiben. Genauso wie eins der sehr späten Spiele, Kirby und das extra magische Garn. Auch 2019 sogar. Also es ist wirklich ein sehr, 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 sehr spätes Spiel. Habe ich noch nicht gespielt, tatsächlich. Also wie gesagt, die recht spät rauskamen, habe ich nicht viel gespielt. Die hat man einfach nur, weil man so günstig kriegen konnte, bevor so alles dann verschwunden ist. Kirby Battle Royale? Gibt es das nicht auch auf dem Switch? Weiß ich nicht. Kirby Battle Royale ist für mich kein klassisches Kirby. Sondern eher so ein ja, Battle Royale. Also ein bisschen 2017. Ist auch recht spät. Ah, hier haben wir dann eins. Das ist noch neu. Das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Kirby Planet Robobot. Warum habe ich es noch nicht ausgepackt? Weil ich das in der Big Box mit der Amiibo habe. Und das sehr viel Geld wert ist. Ich glaube so über 200 Euro. Deswegen habe ich es noch nicht ausgepackt. Aber durch Homebrew auf meinem 3DS brauche ich es auch nicht auspacken. Yeah, Kirby Planet Robobot. Soll das beste Kirby auf dem 3DS sein. Ich weiß gar nicht, von wann ist das? 16. Es kamen sehr viele Kirby-Spiele in sehr kurzer Zeit hintereinander auf dem 3DS, ne? Kirby Planet Robobot soll das beste von allen auf dem 3DS. Definitiv. So, dann. Oh, das habe ich auch gerne gespielt. Das weiß ich noch. Das habe ich zu Ostern bekommen. Heute vor 7 Jahren. Kommt hin, ja. Heute vor 7 Jahren zu Ostern. Majora's Mask 3D in dieser Limited Special Edition mit diesem Pin und so habe ich es gekriegt zu Ostern, das weiß ich noch. Habe ich mich sehr gefreut. Da kam dann ja auch der New 3DS raus mit diesem Spiel. Das war das erste Spiel für den New 3DS zusammen mit Monster Hunter 4, glaube ich. Wenn ich lügen muss. Doch, mit Monster Hunter 4. Ich habe mich an der Hand geschnitten. Wow, an der Handfläche habe ich mich geschnitten. Ich weiß nicht wann. Hier sieht man das. Juckt. Das muss gerade passiert sein. Naja, gut, okay. Kam mit dem New 3DS, hatte ich leider nicht. Und ich wollte mir damals, mit diesem Spiel habe ich von diesem Circle Pad Pro erfahren. Hier sieht man es ja auch nochmal. Habe ich nie gekriegt. Ich wusste nie, dass man das überhaupt kaufen kann. Mittlerweile habe ich es. Ich weiß gar nicht, wie ich dran gekommen bin. Bei irgendeinem 3DS, den ich mal gekauft habe, war es dabei. Ich habe ja mittlerweile einige. Lass mich diese 4. 5, 6, 7 Stück? Nee. 10, 6, nee. Ach, 6, nee. 4, 5. 5, 7. Wie komme ich noch 7? Ich kann nicht mal mehr zählen. Wenn dann höchstens 6. Ich weiß, irgendwie so zwischen 5 und 6 habe ich. Je nachdem. Weil den einen kann man eigentlich nicht mehr zählen. Den habe ich auf Wish gekauft und der ist eigentlich schon halb auseinandergenommen. Doch. Moment halt. Nee, den zähle ich mal nicht. Es sind 5. 4, 5, 5. Ach, ist auch vollkommen irrelevant. Auf jeden Fall, bei irgendeinem, den ich mir gekauft habe, war es mit dabei.
Muss ich noch spielen mit dem Circle Pad Pro? Habe ich noch nicht. Ich habe so gespielt. Vielleicht ist es eine bessere Erfahrung, das mit dem Circle Pad Pro zu spielen. Ist aber ein tolles Spiel. Also die Grezzo-Spiele, die Grezzo-Spiele auf dem 3DS von Zelda. Ocarina of Time werden wir ja gleich auch noch sehen. Schon als nächstes Spiel. Sind immer empfehlenswert. Sehen sehr gut, also ich glaube mit die bestaussehendsten auf dem 3DS. Und dafür ist das sogar schon ein Launch-Titel. Nee, war es nicht. Doch, müsste sogar. Zumindest ein sehr früher Titel. Ocarina of Time 3D. 2011. Also es ist ein Launch-Titel, weiß ich, ist sehr früh auf jeden Fall erschienen. Und dafür trotzdem mega schönes Spiel auf dem 3DS. Ich bin nicht so der Ocarina of Time-Fan. Ich habe es immer wieder angefangen und dann wieder weggelegt. Ich mag es nicht so. Ich mag Majora's Mask lieber. Da scheiden sich aber die Geister. Also die Zelda-Puristen, die sagen, oh, Ocarina of Time, das, oh Gott, mir ist gerade der Turm fast runtergefallen. Ich mache den mal eben richtig, ein bisschen gerade. Weil wenn wir sonst gleich hier, wir sind gleich bei der Hälfte, wenn ich nochmal so viele hier drauf stelle, dann kickt er um. So, ich mache einfach gleich noch einen Turm. Da scheiden sich also ein bisschen die Geister. Die Puristen sagen, ja, Ocarina of Time ist das Zelda. Für mich ist Ocarina of Time halt auch das Zelda. Also wirklich, für mich ist das, wenn man von 3D-Zelda ausgeht, so quasi das NES-Zelda. Es ist halt so komplett und so basic, wie ein Zelda halt sein kann. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, das will ich ja gar nicht sagen, aber es ist halt sehr einfach. Einfach gestrickt, sehr effektiv gemacht, schon effektiv, aber einfach ist halt das, was man sich unter einem Zelda vorstellt in 3D, wenn man an Zelda denkt. So. Und Majora's Mask ist halt genau das Gegenteil eigentlich. Also es ist Geschmackssache, was man mag. Was viele auf jeden Fall nicht mögen, ist Triforce Heroes. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich keine Freunde habe und die das mit mir spielen wollen. Ja, aber ansonsten, Triforce Heroes habe ich, glaube ich, irgendein Let's Play zugesehen auf YouTube. Ja, gut, ja. Triforce Heroes, Zelda, mögen viele nicht. Ich habe es nicht gespielt, mangels anderer Mitspieler. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, ist auch wieder so ein Spiel, was man hat, weil es halt auf Amazon günstig war. Ansonsten, Lego-Spiele kann man nichts mit falsch machen. Ich habe es auch auf der Wii U und ich habe es auch auf Switch, auf dem PC. Also ich denke mal, wenn man es mitnehmen will, okay, cool, ist das die 3DS-Fassung gut. Ansonsten ist, glaube ich, die PC-Fassung oder die Wii U-Fassung die bessere Wahl. Wunderschönes Spiel, Mario und Luigi Superstar Saga und Bowser's Schergen. Ich weiß nicht, war es das Spiel oder das danach? Dream Team Bros. Welches dafür verantwortlich war, dass das Studio hinter dieser Spiele, ich weiß nicht, wie es heißt, pleite gegangen ist. Die waren so unerfolgreich, dass das Studio hinter den Mario Luigi Spielen einfach pleite gegangen ist. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich, klar, es ist nicht so wie die Originalen, aber wenn sie die Originalen wollen, sollen sie es halt auf dem Gameboy oder auf dem DS spielen. Je nachdem. Das ist halt ein Remake. Ich weiß aber nicht, war das das oder das andere? Ich weiß es nicht. Ich habe das andere auch nicht. Mario Sonic bei Olympischen Spielen London 2012. Ich habe damals auf der Wii, werde ich wahrscheinlich mehr zu erzählen, wenn wir das Wii-Video machen. Damals auf der Wii habe ich Mario und Sonic aber immer gerne in Vancouver, war es glaube ich, 2010, glaube ich, bei den Winterspielen gespielt. Viel gespielt. Ich hatte damals meine Wii und nur eine Handvoll Spiele. Mario Kart Wii hatte ich, Sims 3 und das Vancouver. Und deswegen habe ich das halt viel gespielt. Und ich habe sehr gemocht. In die anderen konnte ich nie so wirklich wieder reinkommen. Ich weiß auch nicht, auch der neue Switch-Teil, der auch nicht mehr so neu ist. Aber ich konnte nie irgendwie wieder so richtig reinkommen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das wollte ich immer haben. Ich habe es mittlerweile, damals, wo ich es gespielt hätte, hatte ich es nicht. Und jetzt spiele ich es. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht mal im Stream oder so.
Das Spiel habe ich vom Konsolenkost, wie ich darauf komme. Den Sticker. Mario und Sonic Rio 2016, gleicher Fall. Nur dass zu dem Zeitpunkt 2016 ich schon gar kein Interesse an der Reihe mehr hatte. Und deswegen das eigentlich nie mitbekommen habe. Olympische Spiele, ich glaube von den 2012er habe ich immer eine Demo runtergeladen im eShop. Das ist voll an mir vorbeigegangen, kann ich deswegen auch nichts zu sagen. Wir machen mal einen Stream jetzt, wo ich es dir sage, wir machen mal einen Stream mit den Olympischen Spielen. Ich müsste, glaube ich, alle haben. Ja. Müsste ich sogar. Doch. Deswegen können wir das mal machen. Dann haben wir hier Download-Codes. Für Mario und Sonic, Mario und Donkey Kong, Minis on the Move und Mario vs. Donkey Kong. Die Rückkehr der Mini-Marios. Das Spiel ist so wertvoll, eigentlich wie diese Fernbedienung. Wahrscheinlich diese Fernbedienung hat mehr Nutzen wie diese beiden Download-Codes. Diese Fernbedienung macht nämlich meinen CD-Player an. Diese Download-Codes machen rein nichts mehr seit 7 Tagen, seit einer Woche. Sind diese Download-Codes sowas von wertlos, weil man sie nicht mehr einlösen kann. Dankeschön. Super. Also eigentlich eine Hülle voll mit Plastikmüll. Steht jetzt trotzdem bei mir im Schrank und gut ist. Oh, das Spiel ist auch schon, man merkt es an der Oberfläche, das Spiel habe ich neu gekauft auf Amazon. Das hat eine recht, sieht man ja auch, ne? Das kennt ihr bestimmt auch. Echt glatte Oberfläche. Das Spiel hat alles, aber keine glatte Oberfläche mehr. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen, wie mitgenommen es schon ist. Das war, glaube ich, eins meiner ersten 3DS-Spiele mit Mario 3D World, Land. Hab ich das viel gespielt. Ich hatte damals meinen ersten 3DS vom Geburtstagsgeld gekauft, auch so 2011, 2012 rum. 2011 müsste das gewesen sein. In den Schneeweiß mit dem Mario 3D Land Bundle. Also 2012 irgendwie so. Und 3D Land hätte ich. Und dann hatte ich mir das gespart und habe Mario Kart 7 gekauft. 2013 müsste das gewesen sein. Oder auch 12. Ich weiß die Jahre nicht mehr. Also um den Dreh. Und habe ich das viel gespielt. Meinen originalen Speicherstand habe ich auch. Der ist noch auf der Karte. Hier sieht man auch noch Werbung für den originalen 3DS. Ich glaube, wenn man es mittlerweile neu kaufen würde, wäre diese Werbung nicht mehr drin. Da wäre dann Werbung für ja, New 3DS und sowas drin. Wenn überhaupt, wenn es neu released wurde. Gab es das in Select? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall meine Kopie von damals. Ich weiß nicht noch, das habe ich mir gekauft bei mir im Spieleladen. Den es auch immer noch gibt. Nun kaufen wir ja keine Spiele mehr, weil die haben leider ein bisschen abgespeckt, was die Spielabteilung angeht. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Und die ganzen Spiele, die die haben, haben es schon. So viel dazu. Jetzt ein Spiel, was eigentlich vom Prinzip her richtig cool ist, aber leider so ein bisschen mehr umgesetzt. So Top 100 von Mario Party. Die Spiele da drin sind einfach absolut grandios, toll, klasse. Super toll. Leider die Umsetzung ein bisschen Von den Spielen kann man nicht mal meckern, aber halt, es gibt auch so Spielbretter und die sind leider echt schlecht umgesetzt. Schade eigentlich. Die Spielbretter sind gar keine Spielbretter. Das kann man gar nicht beschreiben. Hätten sie da richtige Spielbretter gemacht und halt ein richtiges Mario Party draus gemacht, hätte das ein richtig gutes Spiel werden können. Da das aber auch 2018 schon erschienen ist, recht spät in der Mario Party Szene, da gab es schon Super Mario Party und der 3DS war kurz vor seinem Ende. Ja, leider hat es sich auch, glaube ich, nicht so viel verkauft. Das hier ist ein Re-Release davon. Das wurde tatsächlich 2021 nochmal hergestellt in ein paar kleinen Stückzahlen. Habe ich mir davon für 2, 3 oder 4 Euro von Otto gekauft. Sieht man wieder an dieser etwas dünneren Schachtel. So, als nächstes wieder ein Spiel, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, das auszupacken. Metroid Prime Federation Force. Die Leute, die das Spiel kennen, wissen, warum ich es noch nicht ausgepackt habe. Die Leute, die das Spiel nicht kennen, auch. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Werde es auch nicht tun. So. Nächstes Spiel, das habe ich definitiv ausgepackt. Das ist Metroid Samus Returns. Das habe ich 2017 auf meiner ersten Gamescom angespielt. Und das ist das Spiel, was mich überhaupt erst mit Metroid bekannt gemacht hat. Weil ich einfach, kurze Geschichte muss ich eben erzählen, auf Amazon. Ich kannte die Serie so nicht und dann kam das Spiel. Voll an mir vorbeigegangen eigentlich und dann Vorbestellung für diese Collector's Edition von dem Spiel.
Und dann dachte ich, ja, okay, das stelle ich mir mal vor. Wenn ich jetzt gerade die Möglichkeit habe, mache ich es. Ja, okay, vorbestellt. Und dann wollte ich ja wenigstens wissen, was ich mir da gerade vorbestellt habe. Und habe mir das dann mal angeguckt. Und dann fand ich das so geil. Und dann auf der Gamescom ja auch gespielt, 2017. Gleiche Gamescom, wo ich auch Mario Odyssey angespielt habe vor Release. Und was war da noch? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, diese Sega Mega Drive Mini. Coole Gamescom auf jeden Fall. Aber ja, dann habe ich mich mit der Metroid-Reihe beschäftigt und gemerkt, wie geil die eigentlich ist. Und das Spiel hat mich erst zum richtigen Fan gemacht. Das Spiel ist eigentlich ganz nett. Von der Steuerung her finde ich den GBA-Teil am besten und Super Metroid eigentlich auch. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr Dread gespielt habt, wisst ihr, wie sich das steuert. Zum gleichen Team. Miitopia, das schlechtere Mii-Spiel auf dem 3DS, aber zum besseren kommen wir gleich noch. Das ist ein RPG hier. Gibt es auch auf der Switch, falls ihr interessiert seid. Paper Mario Sticker Star, das schlechtere Paper Mario. Das bessere Mario gibt es auf der Switch. Und das allerbeste Paper Mario gibt es auf dem Gamecube. Das ist das allerbeste Paper Mario. Also falls ihr ein Paper Mario spielen wollt, spielt bitte den Gamecube-Teil. Oder meinetwegen auch noch den Switch-Teil, aber nicht den 3DS-Teil. Sticker Star habe ich viel gespielt. War auch meiner frühen 3DS, frühen 3DS-Teile. Auch recht zu Release damals gekauft. Und das ist auch noch meine Kopie von Release. Leider habe ich die Karte verloren. Also ich habe noch die Hülle, aber leider nicht mehr die Cartridge. Schade, wirklich. Ich erinnere mich noch, wie ich an einem Boss nicht weiterkam und dann noch aufgegeben habe, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das Spiel war sehr ermüdend und langweilig. Picross 3D habe ich vor kurzem erst für mich entdeckt. Enleves et Marques les cubes avec les indiques de deux couleurs révèles la forme carré dans le bloc. Ja, Picross 3D Round 2. Ich mag Picross, ich spiele es auf dem Handy. Ich bin auf dem Handy so ein Gelegenheitsspiel. Ich habe einige so Rätselspiele und so auf meinem Handy. Liebe sie einfach. Ich bin halt einfach... Muss halt mal sein. Da spiele ich halt eigentlich viel zu viel. Tetris viel zu viel. Picross viel zu viel. Irgendwie so Doku viel zu viel. Im Sommer Rätselhefte mit Doku hoch und runter. Deswegen, ich habe das Spiel viel zu viel gespielt. Reden wir nicht drüber. Pokémon Ultramond leider, voll an mir vorbeigegangen. Komplett. Nach Omega Rubin, was als nächstes kommt. Alpha Saphir, Entschuldigung, ich habe Omega Rubin, nicht Alpha Saphir. Ich verwechsel die immer. Komplett vorbei mit mir, mit der Pokémon-Reihe. Ich habe mir zwar jeden Teil danach gekauft. Beziehungsweise nachgekauft. Konnte mich aber nie wieder so abholen wie damals. Hardgold. Könnte ich im Vortrag drüber halten, aber Hardgold, mein erstes. Geilstes Spiel aller Zeiten. Weiß, geilstes Spiel aller Zeiten. Weiß 2 habe ich vor kurzem erst bekommen. Kommt dann aber alles im DS-Video. Auch bestimmt geilstes Spiel aller Zeiten. Habe ich aber noch nicht gespielt. Dann kam ja X, geilstes Spiel. Aber da kommen wir gleich noch zu. Mein letztes Pokémon, Alpha Saphir, das habe ich mir auch zu Release gekauft. Das habe ich zusammen zu Weihnachten. Nee, nicht zu Release. Das habe ich zu Weihnachten 2015 bekommen. Tatsächlich nach Release. Oder zu Weihnachten 2014. Das kann auch sein. Zu Weihnachten 2014 habe ich das bekommen. Mit meinem 3DS XL nämlich. Mein 3DS, mein allererster, über den wir gesprochen haben, mein in Schneeweiß, wo ich ja Mario Kart 7 unter anderem drauf gespielt habe, habe ich leider einen Kaffee versenkt und hatte dann ein Jahr kein 3DS. Habe dann Weihnachten 2014 einen neuen gekriegt, zu Weihnachten, einen XL. Den habe tatsächlich Falk noch, bis heute, den habe ich ihm geschenkt. Also den gibt es noch, den habe ich nur nicht mehr. Mit Alpha Saphir zusammen. Und Mann, habe ich dieses Spiel durchgesuchtet. Komplett. Also das war wirklich in der Schule. Waren tatsächlich auch schon Leute, die sich dafür interessiert haben, Falk unter anderem. Und wir haben das zu Tode gesuchtet. Wirklich. Alpha Saphir. Und danach hat es mich komplett verlassen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mir zwar jedes Spiel noch geholt und Schwert. Und Schwert habe ich ein bisschen gespielt. So, und dann Brilliant Diamond... Und jetzt kam es in Popo überhaupt nicht mehr. Konnte mich nicht mehr abholen. Und Sonne habe ich mal angefangen. Hier habe ich auch Sonne. Das habe ich mir aber mal geholt. Einfach nur, das ist auch australisch. Ein bisschen mitgenommen, tatsächlich. Sieht man, glaube ich. Ne? Sehr gebraucht. Sonne habe ich angefangen auf meinem 3DS. Das Tutorial war mir viel zu lang. Bis du da ja mal das erste Pokémon kämpfst.
ist ja ein halber Tag vorbei. Hab mich überhaupt nicht mehr abgeholt. Ich weiß auch nicht, hat mich komplett verlassen. Kann ich auch nicht sagen, warum. Wirklich nicht. Tut mir leid, aber Alpha Saphir, was wir gerade hatten, absolut gutes Spiel. Sonne soll auch gut sein, tatsächlich. Aber ich habe es halt nie gespielt, weil es mich einfach nicht mehr gecatcht hat. Was mich auf jeden Fall noch gecatcht hat, ist X. Ich habe es zweimal, weil ich habe hier auch die Cartridge verloren, genauso wie bei Stickers. Deswegen habe ich es mir nochmal gekauft. Und hier sieht man es auch gut. Ich habe, das ist, glaube ich, ein Re-Release hier, das X. Und das ist das Original-X von damals. Und ja, da sieht man den Unterschied eigentlich ganz gut zwischen den Hüllen. Ja, X auch super Spiel. Ich glaube, ich habe es nie ganz zu Ende gespielt. So bis zum letzten Drittel, Ende, letzte Drittel, so kurz vor der Liga. Dann habe ich es leider aufgegeben, dann habe ich die Cartridge auch verloren. Leider. Aber auch gutes Spiel. Yoshi's Woolly World, super Spiel. Habe ich mir damals vorbestellt. Gut, dass ich es gemacht habe, dass ich es habe. Mit dem Pucci Amiibo, mein Gott, ist der teuer. Also, das war auch 2017. Was? Hä? Das kommt mir länger vor. Das Spiel kommt mir irgendwie ein bisschen älter vor als 2017. Dass ich zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, schon eine Switch hatte. Nee. Also manchmal denkt man sich so, hä? Das war 2016. Nee, das kam 2017. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Mario Kart 8 Deluxe und meine Switch. Anscheinend. Super Spiel, super toll. Pucci Amiibo kostet, glaube ich, 200 Euro gefühlt. Nur der Amiibo. Und, tolles Spiel, kann ich empfehlen. Der Wii U-Teil ist aber, glaube ich, ein Tick besser. Dann hier ein Spiel, wo habe ich eigentlich nur, ein Video irgendwo gesehen, dass das existiert. Habe ich noch nie im Leben von gehört. Puzzle and Dragons Z plus Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition. Keine Ahnung, noch nie was von gehört. Zum Bundle mit Mario. Sehr skurriles Spiel. Es war ganz lustig, kann aber richtig schwer werden. Ich habe gesehen, derjenige, der es vor mir hatte, hat relativ weit gespielt. Ich habe mal ein späteres Level gespielt, nachdem ich die Spielmechanik irgendwie verstanden habe. Scheint wahnsinnig schwer zu sein und auch zu werden. Rollercoaster Tycoon 3D ist eigentlich ganz nett. Es ist so ein Mittelding zwischen kompletter Shovelware und nettem Spiel, so ein Mittelding. Es ist eigentlich, die Idee her ist ganz cool, unterwegs seinen Freizeitpark machen zu können. Leider gibt es da halt sehr blöde Limitierungen, dass nur so und so viele Leute da rein können. So und so viele Attraktionen kannst du nur bauen und das ist ein bisschen schade. Könnte ein gutes Spiel werden, hätten sie sich zum Beispiel dran orientiert, irgendwie so ein Retro-Rollercoaster-Tycoon zu machen. Leider seitdem Atari die neueren Spiele published, sind die halt echt nicht mehr so gut. auch die PC da nicht. Sonic Lost World. Ja, der Sonic, ich habe den öfter schon angefangen. Ich habe ihn auch, glaube ich, auf Wii U, auf dem PC auch, immer mal wieder angefangen, irgendwie nie weiterspielen können. Story of Seasons, Harvest Moon. Es ist einfach eins von den 50 Millionen tausend Farmspielen, die es gibt. Wenn man eins gespielt hat, hat man alle gespielt und ganz nett hier zwischendurch. Super Mario 3D Land, mein Original, habe ich leider nicht mehr. Habe ich mir auch mit den Jahren verloren. Ich habe es aber nachgekauft, als das in Selects kam. Ich weiß gar nicht, wann das war. So auch 2017 rum oder so. Muss danach gewesen sein, weil hier das Nintendo so ist. Aber da habe ich es mir nochmal wieder geholt. Nochmal wieder komplett durchgespielt zum zweiten Mal. Grandioses Spiel. Manche mögen es nicht. Ich liebe es. Was ich aber noch mehr liebe, ist 3D World. Aber 3D Land ist auch wunderbar. Es war mein allererstes 3DS-Spiel, weil es halt mal in meinem 3DS dabei war. Ich weiß noch, das letzte Level in Welt 8 ist gar nicht so schwer. Also ich weiß noch, wo ich es neu gespielt habe. Jetzt zum zweiten Mal vor ein paar Jahren war es nicht so schwer. Als ich aber ein bisschen kleiner war, vor 10 Jahren, 12 Jahren, da war es schon schwerer. Da haben wir doch schon lange bei meinem Kumpel gesessen und lange dran gesessen. Ich mach dich mal ein bisschen aus dem Bild, dass man nicht sofort sieht, was ist. Lange dran gesessen, das Spiel zu spielen. Ist gerade die Spezialwerden schwer. Super Smash Bros. Für 3DS habe ich mir damals auch geholt. 2015, ne?
14. Ich habe es viel gespielt. Es war mein erster Smash Bros. Teil. Und meine Güte, habe ich das viel gespielt. Ich habe immer alle beneidet, die eine Wii U hatten. Ich wollte immer früher eine Wii U haben. Habe ich nie eine bekommen. Mittlerweile habe ich eine. Aber da ist die Magie irgendwie raus. Damals, wo ich eine wollte und viel gespielt hätte, habe ich keine gehabt. Ich hatte auch keine Wii mehr. Ich hatte nur meinen 3DS. Ja, und ich hatte eine PS3 und eine SNES. Also ich sollte mich nicht so beschweren. Ich hatte eine SNES, aber... Und NES, aber Wii U hatte ich nicht. Deswegen habe ich alle immer beneidet, wenn ich in Videos gesehen hatte, wie gut der Wii U-Teil aussieht. Ich hatte den 3DS-Teil. Ich habe ihn trotzdem sehr viel gespielt. Wirklich zum Umfallen viel. Ich mochte ihn. Sushi Striker, The Way of Sushido. Ein sehr neues Spiel, auch 2018, eins auch der neuen Welle von den Spielen. Also irgendwie 2018, 17, 18, 19 kamen nochmal wahnsinnig viele Spiele von Nintendo. Das gibt's auch auf Switch, ist ganz nett. So ein Spiel ist eine halbe Stunde ganz nett. Und dann ist es auch nicht mehr so spannend. So ein Spiel ist es. Als nächstes ein sehr tolles Spiel, Tomodachi Life, was ich als letztes für mich entdeckt habe. Also ich glaube, das ist mein neuestes 3DS-Spiel, also von meinem Neuzugang her. Das, was bei mir als letztes in die Sammlung kam. Ich wollte es lange haben, ich habe es nämlich nie gespielt, ist voll an mir vorbeigegangen und mein Gott, ist das ein tolles Spiel. Ich spiele es viel und ich gucke mir auch viele Videos an. Ich liebe es. Ich liebe einfach den, ich möchte, seitdem ich das für mich entdeckt habe, wie gesagt, voll an mir vorbeigegangen, ich möchte einfach einen Switch-Teil, bitte. Sofort. Ultimate NES Remix, das weiß ich noch, das hat meine Schwester mir zum Geburtstag oder so geschenkt, vor ein paar Jahren, 2016, 15, 16, gebraucht hat sie sich das, glaube ich, für 10 Euro oder so geholt und mir geschenkt. Ich mochte es, NES Remix, ich habe es halt aus Let's Plays und so immer gesehen von der Wii U und wollte dann den 3DS-Teil haben und mir hat Spaß gemacht. Kann ich nichts anderes zu sagen. Das ist ein tolles Spiel. Auch heute noch. Schade, dass es sowas in der Art nicht auf der Switch gibt. Fände ich cool. Eigentlich NES Remix. Vielleicht ein SNES Remix oder so. Leider gibt's das nicht. 3DS-Teil ist eigentlich der ultimative Teil, weil halt alle beiden Teile von der Wii U eingefasst wurden. Macht Spaß. Mir gefällt's. Ist auch mittlerweile teuer geworden. Ich glaube, es kostet mittlerweile 80 Euro. Ja. Wunderbares Spiel, WarioWare Gold. Bestes WarioWare, nachdem der WarioWare-Teil auf der Switch ja echt scheiße war. Ich mochte ihn überhaupt nicht, ich kam überhaupt nicht damit klar. Hier WarioWare in seiner pursten Form, WarioWare Gold. Besser geht es nicht mehr. Das war wirklich die Spitze des Eisberges von WarioWare. Also besser geht es nicht mehr wie das hier. Außer die machen noch einen Switch-Teil mit gleicher Qualität und noch besser. Das ist WarioWare. Die besten Spiele aus den anderen Teilen, die alle gut waren, plus Synchronstimmen für alle Charaktere, plus lustig, plus geil, einfach toll spielen. Es ist wunderbar. Kam auch 2018, auch ein spätes Spiel und es ist, ich glaube, das ist das beste 3DS-Spiel überhaupt. Es ist einfach so geil, ich liebe es. Ich liebe es. Yo-Kai Watch habe ich, glaube ich, 1 Euro für bezahlt neu, keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Ich habe es übrigens, glaube ich, noch 3-mal neu, weil es halt 1 Euro gekostet hat. Und Yoshi's New Island habe ich tatsächlich erst vor kurzem physisch gekriegt. Kurze Geschichte dazu. Vor kurzem erst physisch gekriegt. Ich habe es aber tatsächlich auch früher viel gespielt, denn... lass mich lügen. Das war so eine Club Nintendo Aktion. Da gab es den Club Nintendo noch. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was da so die Bedingungen waren. Ich habe ja mein 3DS auch recht früh bekommen. Da gab es zwar dieses Ambassador-Programm nicht mehr. Beziehungsweise wenn, dann... Habe ich es verpasst, weil ich halt viel zu jung war, aber ich habe meinen 3DS gekauft und irgendwie, wenn man seinen Code vom 3DS, also lag ja auch beim 3DS so ein My Nintendo Code bei, nicht My Nintendo, Club Nintendo Code bei, und wenn man den eingegeben hat für eine 3DS-Konsole oder Wii U-Konsole, konnte man sich ein Spiel aussuchen. Ein kostenloses. Ja, doch, wenn du bis im Jahr, also von dann bis dann 3DS gekauft hast, ich glaube 2012 oder so war die Aktion, man findet dazu im Internet leider auch nichts, konnte man halt seinen Club Nintendo und konnte dann sich ein Spiel aussuchen. Und da waren wirklich, zu dem Zeitpunkt war das Spiel ja auch noch neu, ne? Das kam 2014 erst. Also es war ein neues Spiel, was du dann kostenlos gekriegt hast.
Und das weiß ich noch, das habe ich, glaube ich, bis heute mein eShop-Konto hinterlegt. Und hast dann halt einen Download-Code für ein Spiel deiner Wahl gekriegt. Weil ich 3D World und Mario Kart 7 und so schon hatte, habe ich dann Yoshi's New Island genommen. Und das habe ich auch immer gespielt, das weiß ich noch. Und da hast du diesen Download-Code gekauft. Ich weiß nicht, was das für eine Aktion war, warum, wieso. Habe ich aber deswegen. Aber ich habe es halt immer nur als Download-Version. Ich wollte es eigentlich immer schon in meine Sammlung stellen, habe es jetzt endlich nachgeholt und habe endlich die physische Version davon. Aber bis heute, man kann sich die ja auch noch, trotz dass der eShop zu hat, ja immer noch neu runterladen. Und es ist bis heute bei mir im eShop hinterlegt, dass man es neu runterladen kann. Also es ist was Wahres dran, weil gekauft habe ich es mir nicht. Ich habe es irgendwie kostenlos. Ich weiß das noch ganz genau. Ich weiß aber nicht mehr. Also zu der Aktion finde ich leider auch. Ich habe es mal gesucht, weil mir das letztens wieder in den Kopf gekommen ist. Ich denke, da gab es diese Aktion noch. Da findest du aber im Internet nichts. Es gab mal 2-3 Jahre später noch eine, aber das war die nicht. Das waren nämlich für ganz andere Spiele. Da gab es nämlich nicht Yoshi's New Island dazu. Ich weiß nicht, was das für eine Aktion war oder ob das generell nur so ein Club Nintendo Code war, wo ich dann meine Sterne eingelöst habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ist auch schon viel zu lange dafür her. Aber das war's, meine Freunde. Oh, hier der ein bisschen wackelige Turm, den ich jetzt mal ein bisschen gerade mache. Und mir hier, müssen nämlich in der Reihenfolge bleiben, weil die sind sortiert nach Alphabet. Die kommen so wieder ins Regal, wie sie hier stehen. Weil die hier mit durcheinander gehen, dann mache ich ein Problem. Den Turm und den gleichen Turm nochmal. Doppelturm. Das sind alle meine 3DS-Spiele. Physisch. Und ich denke, das ist eine ganz gute Auswahl. Ich glaube, das Beste ist dabei. Ein paar fehlen vielleicht noch. Ich hätte gerne noch Dragon Quest 8. Mehr fallen mir gerade eigentlich gesagt nicht ein. Aber bestimmt noch ein, zwei, die ich gerne noch hätte. Und trotzdem gute Auswahl. Ich glaube, die Essentials habe ich. Die besten Spiele. Pilot Wings hätte ich noch gerne. Genau, das hätte ich auch noch gerne. Pilot Wings, Star Fox 64, 3D, die habe ich zwar alle digital, Homebrew, aber hätte ich gerne auch noch so in der Sammlung. So ein paar, aber sonst das Wichtigste oder die meisten wichtigen habe ich, auch ein paar gute Spiele. Und so viel Shovel, ich habe eigentlich hier, glaube ich, das wenigste an Shovelware tatsächlich. Also ich habe hier viele Qualitätstitel, auch wenn ich sie nicht gespielt habe, so richtig den großen Müll Shovelware habe ich hier nicht. Das werdet ihr sehen, wenn wir dann die anderen Spiele gucken, gerade so bei den Älteren, wenn es zu Gebrauchsspielen geht, um einfach die Sammlung zu füllen, hat man halt auch mal ein paar Spiele, die nicht so grandios sind. Hier ist es tatsächlich von der Qualität her durchgängig richtig gut. 3DS-Sammlung ist gut. Kleiner auf fein, wobei so klein ist er auch nicht mehr im Vergleich. Ich weiß jetzt nicht mehr wirklich, das Video ungefähr von 2018 war halb so lang. Wie gesagt, da kamen ja auch einige Spiele mittlerweile auch dazu. Ich habe mir es aber auch noch nicht nochmal wieder angeguckt. Ich habe es nur jetzt gerade gesehen am Computer und dachte mir, oh ja, das wollte ich auch noch neu machen. Hier ist es, fertig. Wir machen die anderen ja auch nochmal. Ein Switch-Video hatte ich ja auch gemacht, 2018. Da kam gerade auch Octopath Traveler raus. Mittlerweile sind es 100 Spiele auf der Switch. Damals waren es, glaube ich, 13 oder so. Das weiß ich noch in dem Video. In dem Video war es 13. Ich glaube, irgendwie 13 oder 18. Es waren unter 20 auf jeden Fall. Mittlerweile habe ich fast 100. Ich glaube, 80 oder so. 80, 90 habe ich. Kamen einige dazu. Also als nächstes machen wir Switch. Das war 3DS und wir haben noch ein paar Konsolen vor uns. Ich bedanke mich aber erstmal, ich bezeichne meinen Mund fusselig geredet. Ich nehme die heute definitiv nicht mehr auf. Mittlerweile habe ich nämlich 700 Spiele geknackt. Das heißt, wenn ich die alle an einem Tag hier so zeige, dann kann man mich 3 Tage nicht mehr hören. Dann ist komplett Stimmbänder gerissen. Für 3DS reicht's und für alles andere auch erstmal. Die anderen nehme ich dann mal die Tage auf, erstmal sehen, wie das Video ankommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser mittelkleine Einblick in meine 3DS-Sammlung. Was sind denn eure Lieblings-3DS-Spiele? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich habe gehört, dass so YouTuber gerne ihre Interaktionen ein bisschen pushen, um in die Trends zu kommen. Ja, und um ganz viel Geld zu verdienen. Was bei mir definitiv klappt auf YouTube. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Lieblings-3DS-Spiel, schreibt mir doch euer Lieblings-Philips CDI-Spiel in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!